Laura, was ist denn mit dir? Konntest du mir das nur antun? Beruhige dich mal wieder. Ich bin monatelang belogen. Du bist das Allerletzte. Lass mich los! Bitte, ich bin doch noch dein... Ich hasse dich. Fass mich nie wieder an. Ich kann dir alles erklären. Ich will nichts mehr mit dir zu tun. Schluss jetzt, Laura! Hör mir endlich zu! Für mich war es auch ein Schock. Ich habe es erst vor ein paar Monaten erfahren. Charlotte hat mich all die Jahre im Glauben gelassen, dass Alexander mein Sohn ist. Wie hast du es erfahren? Nach Charlottes Tod aus ihrem Tagebuch. Alfons weiß es auch noch nicht viel länger. Du hättest es uns sofort sagen müssen. Du hast ja recht. Aber Laura, damals war Alexander bereits mit Katharina verheiratet. Und ihr beide hattet eure große Affäre doch längst hinter euch. Hatten wir nicht. Das konnte ich doch nicht ahnen. Du warst frisch verliebt in deinen Gregor. Es hat alles in einer ernsten Beziehung ausgesehen. Also, es war alles in bester Ordnung. Sowohl bei dir als auch bei Alexander. Hätte ich das zerstören sollen? Vielleicht hättest du ja gar nichts zerstört. Darum geht's auch gar nicht. Es geht um die Wahrheit. Doch die Wahrheit, Laura. Ich wollte doch nur euer Bestes. Für jeden von euch. Das musst du mir glauben. Laura, bitte. Du bist doch meine Tochter. Nein, bin ich nicht. Jetzt nicht mehr. Laura, bitte! Du hast alles kaputt gemacht. Du hast alles kaputt gemacht. Du warst so eiskalt, mich ewig in dem Glauben zu lassen, ich kriege ein Kind von meinem Bruder. Entschuldige mal, das macht doch ein Vater nicht. Laura, hast du was von Alexander gehört? Lass mich in Ruhe. Was ist denn passiert? Dass Sie so lügen. Dass mein Vater es nicht so hat mit der Wahrheit, das wussten wir ja alle. Aber Sie, dass Sie mit ihm unter einer Decke stecken. Der immer gute Chefportier. Bitte nicht so laut. Ja, genau. Immer schön die Form wahren, Sie Heuchler. Sie Heuchler. Bitte lassen Sie uns ins Büro gehen, da können wir hin. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie leid mir das alles tut. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas überhaupt machen kann. Ich wollte es Alexander immer sagen, das müssen Sie mir glauben, aber ich konnte es nicht. Sie konnten nicht? Sie konnten Ihrem eigenen Sohn nicht sagen, dass Sie sein Vater sind? Es gab verschiedene Gründe. Und... Ja, ja? Charlotte hat es mir doch selber erst relativ kurz vor ihrem Tod gestanden. Und ich musste ihr schwören, dass ich Alexander nichts sag. Warum wollte sie nicht, dass er es weiß? Sie hatte Angst, mit der Wahrheit ihre Ehe zu zerstören. Werner hätte das nicht verwunden, dass Alexander nicht von ihm ist. Ja, das kann ich sogar verstehen. Aber das hätte sie in Kauf nehmen müssen, verdammt nochmal. Gerade Charlotte, ja, die Seele des Hotels, immer gut und immer gerecht. Sie wollte nur ihre Familie schützen, das war ja immer das Wichtigste. Ja, ja, ihr wolltet alle nur das Beste. Und alle habt ihr mitgelogen. Und Alexander und ich, ihr habt uns in die Hölle geschickt. Ach, liebt ihr euch? Ja, ihr seid immer Brüderchen und Schwesterchen. Ihr seid so widerlich. Bitte, Laura, die dürfen sich nicht so aufregen. Sie sind doch schwanger. Genau, ja, ich bin schwanger. Und das war euch auch egal. Und ihr habt alle gedacht, es war okay, dass ich dachte, es ist von meinem Bruder. Und niemand hat den Mund aufgekriegt. Was seid ihr denn für Menschen? Laura, ich wollte es wirklich... Ich wäre doch nur nie hergekommen. Hätte ich dir lieber nicht sagen sollen. Doch. Doch, natürlich. Du setzt dich doch. Das ist alles Beste, was du machen konntest. Danke. Und was bedeutet das jetzt für uns? Ich meine, was geht in dir vor? Wirst du... Sag mir einfach, was du denkst.
Oh Gott, wenn ich das wüsste. Ja, aber irgendwie muss es doch weitergehen. Sag mal, was willst du denn jetzt von mir hören? Da fliegt gerade das ganze Leben um die Ohren. Ich kann doch jetzt sowas nicht beantworten. Oh, Entschuldigung, fahr mich doch nicht gleich so an. Das ist eine brutal wichtige Frage. Ja, aber gerade jetzt. Könntest du aufhören, auf meine Schwester rumzuhacken? Oh, aufkommen möchte ich nicht ein, bitte. Na wirklich, ist doch kein Wunder. Dieser Typ bringt dich dauernd zum Heulen. Hat das bei dir System, dass die Frauen leiden müssen? Robert, du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Du bist schwanger. Dieser Typ darf dich nicht so behandeln. Gregor, bleib bitte. Leider gibt's eine Schlägerei. Ich habe noch Zeit bis zum Menü. Gregor. Wenn du mich brauchst, du weißt, wo du mich findest. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Alexander ist nicht mein Bruder. Ja, dieser Garcia ist bestimmt interessant. Der hat in Andalusien eine tolle Hotelkette aufgebaut. Du, gestern habe ich zwei Eventmanager aus Dublin getroffen. Die organisieren weltweit Golfturniere. Das wäre vielleicht was für uns. Ja, das hört sich gut an. Hast du auch schon was von der Stadt gesehen? Das kann ich mal im Urlaub machen. Ich bin aus dem Hotel noch nicht rausgekommen. Ach komm, Junge, spann ein bisschen aus. Barcelona ist ein Traum. Wenn du hier bist, gibt's wieder genug Stress. Kannst mir glauben. Gibt's irgendwelche Probleme? Soll ich früher zurückkommen? Herein? Nein, nein. Es ist alles wie normal. Also bleib auf dem Kongress wie geplant und genieße die letzten Tage ein bisschen. Versprochen, mache ich. Die Jungs aus Dublin haben mich zum Essen eingeladen für heute. Ich glaube, es wird ziemlich, sagen wir, feuchtfröhlich. Dann nimm am besten vorher schon eine Kopfschmerztablette. Also Junge, mach's gut. Dann ist er also nicht mein Bruder? Er ist ein Halbbruder. Ihr habt ja dieselbe Mutter. Was bist du? Bei uns bleibt alles gleich. Du und ich, wir haben denselben Vater, nur eben Alexander nicht. Ich werd wahnsinnig. Merk dir einfach das Wichtigste. Du bist der einzige Sohn von Werner und Charlotte. Ich? Dabei war Alexander immer der Lieblingssohn. Werner hat's ganz lange auch nicht gewusst. Charlotte hat's ihm nie gesagt. Das passt gar nicht zu meiner Mutter, dass sie lügt. Tut mir leid. Ich weiß, ihr wart sehr eng, ihr beiden, aber es ist wohl die Wahrheit. Weiß man, wer Alexanders Vater ist? Alfons. Was? Der Sohn Bichler, der Sohn Bichler und meine Mutter, der Alfons. Hallo Miriam. Hi Robert. Ich musste einfach deine Stimme hören. Du fühlst mir so. Und mir auch. Ich kann jetzt aber gerade schlecht reden. Du hast heute noch gar nicht angerufen. Bist du irgendwie sauer? Nein. Nein. Bei mir ist nur viel los. Du klingst so komisch. Ist was passiert? Nein, 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 gar nichts passiert. Das ist alles in Ordnung. Du Süße, ich rufe dich zurück, ja? Okay. Aber vergiss es nicht. Nein. Bis bald. Bis bald. Was ist Alexander schon? Der ist ja noch in Barcelona. Ruf ihn an. Ich sag ihm das doch nie am Telefon. Ja, du hast recht. Mensch, das gibt es nicht. Das haut mich um, das ist. Aber weißt du, was jetzt auf dich zukommt? Ist dir klar, was jetzt passieren wird, wenn Alexander das erfährt? Dann geht ja richtig die Post ab. Was meinst du denn? Ja, was ich damit meine, er wird kämpfen. Ich kenne doch meinen Bruder. Er wird, er ist wie ein Löwe. Was willst du denn jetzt tun? Ich weiß es nicht.
liebe Gregor auch. Was hast du denn noch für Geheimnisse von mir? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein. Warum bist du dann auf einmal so ernst? Das habe ich vorher noch nie so empfunden. Das ist doch nicht noch schwerer. Wir sind füreinander bestimmt, Laura. Alexander, hör auf. Heirate deine Katharina. Dann kann ich dich vergessen und versuchen, ohne dich glücklich zu werden. Ich liebe aber dich. Du liebst mich? Bleib! Wie kannst du denken, dass ich mich von dir trennen will? Willst du nicht? Aber ich will dich. Ich will dich auch. Es tut mir so leid, ich wollte doch... Nein, vergiss es, vergiss es. Wir haben uns beide verrannt. Jetzt ist alles okay. So ein Wahnsinn. Was habe ich denn bloß gemacht? Aber ich habe Alexander geliebt, wie keinen anderen. Und Gregor ist der wunderbarste Mann, den eine Frau sich wünschen kann. Du? Du frierst ja. Ich weiß, warum du gekommen bist. War mir klar, dass du mich verlässt und... Ich will... Trotzdem, Laura, ich bin froh, dass ich es dir gesagt habe. Ich auch. Ich will dich nicht verlassen. Was? Nicht? Just as long as you stand by.